Willkommen, liebe Tamer. Ganz zu Anfang muss ich mich natürlich erstmal für mein Malheur von letzter Woche entschuldigen. Durch meinen Urlaub ist mir der Montag komplett durchgerutscht. Ich hoffe, dass das zukünftig nicht nochmal passiert. Dennoch starten wir jetzt diese Woche wieder mit den neuen Belohnungen, die wir bei Freitem bekommen können. Und da haben wir zunächst einmal für 50 freigelassene Temps 2 Sei-Karten. Immer eine schöne Gelegenheit, kostenlosen Luma zu bekommen. Die zweite Belohnung für 100 freigelassene Temps sind die Verstärker Pfirsiche. 4 Stück an der Zahl bekommen wir da. Und damit können wir den TW-Wert um 20 erhöhen für den Angriff. Die dritte Belohnung, 300 freigelassene Temps, ist wieder ein Farbstoff, Galerie, 2 Stück an der Zahl, Farbe Grau würde ich jetzt mal grob tippen. Und die letzte Belohnung, 450 freigelassene Temps, ist der Telomere Hotfix Verteidigung. Damit können wir wieder für Lumas und auch für das mythische Tem die Verteidigung im EW-Wertbereich um einen erhöhen. So viel erstmal zu Freitem. Bringen wir einmal weiter in den Sei-Park. Blicken wir einmal direkt auf die Tafel. Hier sehen wir zunächst einmal, dass wir 3000 Panso zahlen müssen, um 6 Sei-Karten zu bekommen. Also wieder ein recht hoher Preis. Dafür haben aber auch beide Temps, Kalasu und Gotti, eine vierfach erhöhte Chance, ein Luma zu sein. Sehr schön. In der letzten Zeit war es ja immer so ein bisschen random basiert. Die Spawnrate bei Kalasu ist bei 100% und bei Gotti bei 90%. Auch wieder sehr schön hohe Werte, die wir in der Vergangenheit nicht unbedingt gesehen haben. Allerdings haben wir nur bei Kalasu Egg-Moves. Und da gibt es dann auch nochmal eine kleine Besonderheit, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Starten wir erstmal mit den 3 offiziellen Egg-Moves. Da haben wir zu Beginn einmal das Klammern, ein neutraler Angriff mit der Schadensklasse Physisch, 85 Base-Damage, 14 Stamina-Kosten, keine Wartezeit und ein Single-Target-Angriff. Der zweite Egg-Move ist Eisiger Stalaktit, damit können wir dem Ziel auch noch einen Kältezustand für 3 Runden herbeiführen. Das Ganze ist vom Typ her Wasser, Schadensklasse ist Physisch, 82 Base Damage, 22 Stamina Kosten, eine Runde Wartezeit und auch hier wieder ein Single Target Angriff. Der dritte Egg Move ist Giftschleim, vom Typ her Gift, Schadensklasse wieder Physisch, 82 Base Damage, 12 Stamina Kosten, keine Wartezeit und ein Single-Target-Angriff. Nun kommen wir allerdings zum ersten Mal zu einer Nebenwirkung. Und zwar, wenn wir uns mal mein Kalasu anschauen, sehe ich jetzt hier, dass die Wasserklinge auch ein Egg-Move ist. Diesen Egg-Move konnte ich auf den offiziellen Temtem-Seiten allerdings nicht finden. Kann euch heute nicht zu 100% sagen, was der Grund dafür ist. Bislang waren die offiziellen Temtem-Seiten immer sehr zuverlässig. Es könnte eventuell sein, dass die Wasserklinge noch ein altes Relikt ist von der ersten Generation, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich hier die Wasserklinge. Das ist jetzt allerdings meine Begründung. Sie ist nicht offiziell. Ich kann sie nicht verifizieren. Deswegen werde ich auch in der Zukunft, wenn ich euch diese Infos gebe, immer versuchen, so gut es geht, zu recherchieren. Versuchen, jeden Egg-Move herauszuarbeiten, euch wirklich jeden Egg-Move zu präsentieren. Wie man jetzt hier aber sieht, den genauen Grund muss ich noch herausfinden, aber eventuell sind die offiziellen Seiten nicht immer 100% oder im Laufe des Spiels, wir sind ja noch im Early Access, verändern sich einige Dinge, die vielleicht nicht 100% klar kommuniziert wurden und deswegen haben wir dann solche Diskrepanzen. Wenn mir weiterhin sowas auffällt, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ich hoffe, dass für euch dieses Mal was dabei war. Lumas sind natürlich immer gern gesehen. Gerade dann, wenn wir eins bekommen, können wir es auch immer für einen vernünftigen Geldwert verkaufen. Freitem entwickelt sich immer mehr etwas für diejenigen, die noch nicht so lange im Spiel sind, die noch ein wenig aufbauen müssen. Diejenigen, die schon länger dabei sind,
haben nicht mehr ganz so den hohen Mehrwert bei Freitem. Dennoch hoffe ich, dass für euch was dabei war und wir sehen uns bestimmt nächste Woche wieder, denn dann werde ich euch nicht vergessen.